Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem Zweikanal, wo wir heute wieder Comps in Life Ascended spielen und ihr werdet euch gerade fragen, was ist hier passiert? Das ist doch nicht dieselbe Season, die ich mir letzte Folge noch angeguckt habe. Doch tatsächlich schon, ich habe jetzt 2 Tage, 3 Tage nicht aufgenommen, ich weiß es nicht genau. Und ich dachte mir währenddessen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, eine Base zu bauen und tatsächlich sieht das alles hier super professionell aus, aber es ist eigentlich nur eine Steinbutze und eigentlich auch nur eine viereckige Steinbutze. Also ich habe nichts super Kreatives gemacht und ich habe da einfach nur einen Skin draufgezogen, weil ich dachte, diese komische Werkbank von der Mod hier, das ist die von Comps in Life Ascended. Die sieht so ein bisschen futuristisch aus. Also habe ich da meine guten 5 € Tech-Skins draufgeknallt. Und ja, so sieht es halt hier jetzt aus. Ist nicht super, super besonders, aber naja, wir haben eine Base. Das ist ja zumindest etwas. Erstmal, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Hier auf dem zweiten Kanal besonders wichtig, weil der ist ziemlich tot. Und deshalb würde ich mich freuen über jeden, der hier vorbeiguckt und ein Like da lässt, um das Ganze zu fördern. So, hier ist meine Base zwischen diesen 4 Türmen. Ich habe nur gesehen, Türme ziemlich mittig der Map. Ich kann es mal kurz zeigen. Hier beim Swamp, da ist Metall oben drauf, warum nicht da eine Base hinsetzen? Das Problem ist, hier waren vorher nur Sabertooths und sonst eigentlich gar nichts. Jetzt habe ich gerade schon einen Drachen direkt vor der Base gehabt. Den habe ich hier einfach so runtergelockt. Der müsste hier unten irgendwo rumrennen und ich habe halt gesehen, hier spawnen Gigas hier und nicht nur normale Gigas. Hier ist auch irgendwo ein Prime Giga. Der war gerade noch hier oben, da unten ist er jetzt. Und ich glaube, dass so ein Prime Giga wahrscheinlich meine Base einfach einmal beißt und dann ist die weg. Aber ja, das müssen wir jetzt einfach eingehen. Geht halt nicht anders. Ich habe hier jetzt was hingebaut und ich will jetzt nicht wieder wegziehen. Wir lassen das jetzt so. Was wir heute vorhaben, ist erstens ein Sattel für meinen Fasodasuchus zusammenbekommen. Der kostet halt 5 Alpha-Herzen. Ich habe gerade 1 hier. Den können wir hier vielleicht noch irgendwo hinwerfen, wenn ich kann oder auch nicht. Ich wollte ihn eigentlich nochmal zeigen, aber ich darf wieder nicht. Kann ich den in die Bude werfen? Ja, da geht es ja schon ganz schöner Brocken, ey. Holy moly. Also dafür einen Sattel machen. Und ich dachte, wir knocken vorher irgendwas aus und packen das in das Gerät hier rein, dass vielleicht in der Zeit schon ein Alpha wieder ready ist. Das ist der Plan, um vielleicht ein besseres Level oder so. Der Giga guckt schon so komisch. Oh nein, beiß mal nicht hier einen Stein rein, bitte. Das wäre nicht so cool. Das ist der Plan, irgendein Alpha ausknocken. Ich guck gleich mal, was ich Schönes finde. Und dann geht's rund. Hier, Giga ausgenockt, weg mit dir. Aber töten dauert, glaube ich, ein bisschen. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht, ich würde entweder gerne eine Alpha Wyvern haben. Das wäre halt super sick, aber die sind alle zwischen Level 130 und 150. Also da gibt es nichts Low-Leveliges. Ich würde halt Low-Level gerne für irgendwas ausnocken, weil das Level, was da rauskommt, ist eh super, super random. Und deshalb, nachher knocke ich da eine 150er aus, hau die dann da rein und kriege am Ende eine 15er raus und dann weine ich halt ein bisschen. Deshalb würde ich lieber Low-Level ausnocken wollen und vielleicht gehen wir erstmal für einen Cerato, der irgendwo direkt neben uns ist. Was zum Teufel? Ja, ich bin hier einfach random hingeflogen. Einfach Cerato Level 20. Das klingt doch so, als wenn wir den easy ausnocken können. Der hat auch nichts an Topo einfach. Der liegt jetzt schon. Der liegt jetzt, aber er steht. Was sehe ich denn da? Hä? Warum stehen, liegen? Egal. Kann ich dem so... Okay, das hat geklappt. Wow, das war sehr, sehr einfach. Das war viel zu einfach. Ja, wir können so wieder nach Hause fliegen und das Ding da reinwerfen. Die Frage ist, kann ich mit dem Gerät hier Alpha-Herzen sammeln? Ich glaube nämlich fast nicht. Das könnte ein Problemchen werden, weil dann müssen wir gleich mit dem Power-Rex wieder los. Und der ist... Was passiert da hinten, bitte? Ich glaube, das war ein Fasodasuchus, der am Ausrasten ist, oder? Junge, das sieht ja so wild aus. Erstmal das Ding hier rein. So, Cerato, starten. Das ist auch stumpf, ne? Level 100 ist angeblich hier drin gerade. Aber ich sage euch, der kommt nachher raus, ganz anderes Level wieder, also das ist so random. Ich würde halt auch gerne mehr Herzen sammeln sogar, also wenn wir unseren Fasodasuchus einen Sattel drauf machen können, würde ich gerne nochmal Herzen sammeln gehen, weil dann würde ich die Plattform ein bisschen ausbauen und dann nochmal so einen Alpha-Spawner hinter machen, dass wir vielleicht mal so richtig dick Alpha sammeln gehen, bis wir dann einen haben mit einem guten Level, so, aber erstmal will ich jetzt einmal testen, hier ist ja gerade ein Sabertooth, ob wir von dem Herzen bekommen, wenn wir den ausmachen, weil ich glaube halt fast nicht, aber das ist halt fast unser bester Weg, das Ganze zu tun hier. Okay, hier wird es nochmal so ein bisschen an, das macht halt gar keine Topor. Er macht uns tatsächlich gar nicht so wenig Schaden, ne? So. Oh, ich könnte ihm jetzt auch das Ding klauen. Weiß mal weiter drauf. Wir gucken mal, was passiert. Ob ich da ein Herz bekomme. Weil hier ist noch ein Alpha selber, glaube ich. Er ist tot und wir haben ein Herz bekommen. Okay, das ist sehr, sehr gut. Würde ich sagen, dann knocke ich halt alles aus einfach. Ja. Okay. Ja, okay, so einfach ist es doch nicht mit dem Ausnocken. Die machen mir so viel Damage. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Lass mich bitte Ruhe. Okay. Passt aber. Deinosuchus hat immer noch keine Topor. Ich will es aber halt so gerne versuchen, ne? Wisst ihr was? Wir testen einfach mal ein bisschen rum. Ne Baby-Karkidos, wie süß. Wenn man es nicht testet, wird man es nicht rausfinden, oder? Ah, der macht doch seinen Mund nicht auf. Imagine, man muss ihn einfach mit Fleisch zähmen. Ich bleibe hier so lange stehen, bis er das macht. Ich glaube, er macht es nicht. Weil sein Kollege daneben hat das schon 3-mal gemacht in der Zeit. Wir werden sie anzünden anscheinend. Okay, ich hoffe, der haut nicht zu krass rein. Okay, okay. Ja, der macht schon gut Damage. Ich weiß noch nicht, ob der sich ausnocken lässt. Ich glaube halt fast nicht. Charakter, so kommst du her. Jetzt nicht. Unpassend. Ah, nee, kriegen wir nicht ausgenockt.
Der. Ich will da raus. Nein. Fuck. Ja, der ist eindeutig nicht auslockbar. Und ich hätte fast auf den Sack bekommen, weil ich stuck war. Das war nicht cool. Ich lock jetzt einfach Alpha-Spinos aus. Die sind alle Low-Level hier. Kann ich so durchrennen. Das ist nice. Und hier sind so viele. Oh mein Gott, hier sind so viele. Jetzt soll ich mir einen mitnehmen. Aua, die machen Damage. Oh, die machen richtig... Oh, aua. Aua, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mann. Jetzt darf ich ja 2 Tage warten, bis ich full bin. Ist ja ekelhaft, sind Level 50. Ich habe mir 20er mitnehmen sollen, die machen richtig Damage. Ah, ich habe eh meine 5 Herzen zusammen. Wir gehen mal wieder nach Hause und machen den Sattel. Frage ist, unser Ceratum weitergekommen oder nicht? Nee, der ist resettet. Ey, das geht echt nicht. Der muss hier dabei stehen bleiben und abwarten. Das ist schon echt dumm. Faso-Sattel. Mir fehlt nichts Neues. Ich glaube, wir warten aber mal wieder, bis der hier fertig ist. 4 Sekunden, der Moment der Wahrheit. Was kriegen wir für ein? Welches Level? 37. Ach, Mano. Ja, unser fassender Suchus wird erstmal unser bester sein. Und ich glaube noch länger. Ah, verdammt. Und selbst der ist halt nicht gut, ne? Level 82 ist auch schon richtig Arsch. Oh Mann, egal. Vielleicht reißt er ein bisschen was. Wir gucken mal. Prime Saber. Oh, hier ist ein Alpha Saber. Alpha Saber schaffen wir bestimmt, oder? Aber Prime Saber würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Der macht uns echt viel Damage. Okay, aber wir machen viel mehr Damage. Yo. 9000 Headshot. Was soll das denn gerade? Hä, wird mein Damage immer mehr? Je mehr ich schlage oder so? 3100. Okay, das ist gar nicht so kacke. Aber halt auch nicht so super krass, ne? So ein 135er Saber macht uns das schon ordentlich zu schaffen. Vielleicht, wenn ich Damage skille, wird er halt gut. Ich weiß auch nicht. Ich hatte noch einen anderen krassen Angriff. Ey, der macht uns halt fast. Oh, Junge, Junge. Ach, Mann, der greift auch so langsam an. Das ist einfach der Endboss. Ich sag euch so, wie es ist. Ich kann gleich so wieder nach Hause gehen. Und die Heal-Potions sind einfach auch teuer. Ich weine. Guckt euch das an. Das ist so knapp. Oh mein Gott, ich gewinne. Das war's wieder komplett. Aber ordentlich Level. Das ist ja zumindest etwas. 100.000 Leben voll. Ein bisschen was im Melee. Ein bisschen Movement Speed vielleicht. Damit war, glaube ich, okay. Reste Leben. Oh, no. Wie viel Damage macht der jetzt? Hä, 3.000? Warum 3.000? Ich skill Melee Damage und der macht weniger Schaden. Der Prime Saber hasst mich. Der hat nur 49.000 Leben. Ich mach genau so viel Damage wie vorher. Hä? Was kriegen wir von Primes? Kriegen wir von Primes irgendwas Gutes? Ich habe noch nie gegen Prime gewonnen. Das ist der erste. 2 Herzen. Oh, wow. Das ist ja krass. Oder so. Ich habe noch nie so viel Feuerstein besessen. Guckt euch das an. Das hier zählt alles als Steine. Oh mein Gott, diese ganzen kleinen Steine. Guckt euch das an. Mein Feuerstein. Ach du Schande. Das ist wild. Kann es sein, dass wir mit Absicht so einen Ort dahin gemacht haben, damit man hier die leichter zähmen kann oder so? Weil ich habe gerade mehrere Fassler Suchus hier spawnen sehen. Vielleicht ist das mit Absicht, damit man die hier leicht zähmen kann. Das wäre so süß und lieb. Obwohl die bestimmt 0,1% geben, die kleinen Steine, aber trotzdem. Nein, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Vielleicht ein großes. Gigant. Okay, Gigant hinter mir. Okay. Ich bin voll in den reingesprungen, aber er sieht mich einfach nicht. Okay, da habe ich doch kein Problem. Alles gut, also unter Kontrolle. Wir hauen ab. Oh mein Gott. Ich dachte kurz, das wär's. Ich wollte eigentlich runter zu den Spinos und so und mal gucken, wie er sich da so schlägt. Aber sich besser schlägt als unsere Wyvern, weil der halt eine Rüstung hat, so ein bisschen. Aber ich weiß ja nicht. Oh shit, jetzt ist es eh zu spät. Okay, so viel dazu. So viel zu, ich weiß ja nicht. Okay. Oh, direkt in den Basilisk rein. Okay. 150er Basilisk auch noch. Aber macht nichts. Alles gut. 150er Alpha Karkinos. Das klingt auch wild. Alpha Karkinos wäre irgendwie auch nice, oder? Warum steht hier einfach ein Artefakt rum? Ist da eine Cave, wo dran steht, was da für ein Artefakt drin ist? Laber nicht. Das ist ja übel nice. Könnte sein, dass ich hier einen großen Fehler mache gleich. Aber man muss es mal drauf anlegen. Und so stark ist der Fassender Suchus auch nicht. Also wenn wir ihn verlieren sollten, dann verlieren wir ihn. Denn ist das so. Oh, er ist halt echt nicht stark. Er ist halt wirklich nicht stark. Ich glaube, das sollte ich nicht tun. Die haben zu viel Leben, oder? Man muss es mal testen. Die haben gerade alle ihren Biss raus. Komm. Die haben gerade alle ihren krassen Biss raus. Komm. Okay, wenn es schief geht, geht schief. Oh mein Gott, das ist so viel Damage. Oh mein Gott, das ist zu viel Damage. Das werde ich nicht schaffen. Fehler wurden gemacht vielleicht. Vor allem, wenn die gleich hier einen Ultra-Biss machen, dann ist vorbei. Bitte, einer geht drauf, bitte. Und lass dir ja kein Mate-Boost haben oder so eine Scheiße. 10.000 Damage gerade bekommen von dem einen Biss. Okay, nee, das war's. Das war's mit einfach so einer Suchus. Ja, definitiv. Definitiv. 9.000 Damage. Okay. Einer ist tot anscheinend. Oh, bitte, bitte. Kann ich runter und wieder einpacken? Niemals. Oder doch? Kann ich? Kann ich raus? Ich würde gern raus. Okay, ich hau drauf. Bitte keinen krassen Biss. Ich habe gewonnen.
Ich habe easy gewonnen, ohne Probleme, hatte keine Angst und werde jetzt auch nicht abhauen. Wir merken uns, unser Fassolasuchus ist nicht so eine Bestie, wie wir dachten. Und wir brauchen irgendwas Stärkeres. Wir brauchen vielleicht einen Alpha Wyvern oder einen Alpha Rex. Ich traue mich an den Alpha Wyvern, was soll der Geiz? Wir sind da, die Wyvern-Schlucht. Es geht in die nächste Runde, wenn wir jetzt eine gute Poison Wyvern sehen. Sollten wir auch nicht so abgeneigt sein, auf jeden Fall. Weil... Wie, unsere ist gar nicht so doll. Also unsere war echt gar nicht so gutes Level, glaube ich. Der 100er wäre schon ein bisschen nicer. Vielleicht können wir die mal eben ganz schnell ausmachen. Was auch immer das für eine war, die mich da gerade... Okay, ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mich hier gerade alles angreift. Du bist eine normale Level 50. Okay, du kannst direkt weg. So. Weg mit dir. Die hauen wir schnell um. Die andere kommt auch noch rüber anscheinend. Die kann auch rüberkommen, wenn sie will. Okay, so. Hauen wir auch schnell weg. Aber wir haben schon ein bisschen Topo bekommen. Ist die gerade schon? Ne, das sah nur so aus. Vor allem ist ein Poison Wyvern halt nie verkehrt. Wenn meine mal draufgehen sollte, habe ich zumindest Ersatz. Und vielleicht kann man die auch züchten, weiß ich nicht. Das da ist eine Prime Wyvern. Oh, die sieht wild aus und die ist 150. Oh, ja, nee, da sollte ich nicht unbedingt hin. Was willst du von mir? Hallo, stirb. Poison Wyvern 165, das ist eine normale. Schade. Sonst hätte ich zugeschlagen. Ich bin ehrlich, ich habe hier ein bisschen Angst. Weil es könnte jeden Moment sehr in die Hose gehen. Weil so eine Prime Wyvern hinter mir her ist. Und da ist eine Alpha Wyvern. Level 140. Ah, das wird dann wohl unser Ziel sein, hä? Schauen wir mal, was wird. 579.000 Topa. Das ist schon ein bisschen mehr, ey. Ja, egal. Oh, die macht auch 5.000 Damage. Ah, das könnte in die Hose gehen, tatsächlich. Die dreht sich auch auf der Stelle. Holy shit. Und ich treffe sie gar nicht. Oh nein. Ich glaube, es geht nicht gut. Bin jetzt ja schon fast Half-Life. Oh no. Mit dem Atem mache ich kaum Topor und treffe die auch sehr schlecht. Und die könnte mich halt theoretisch auch anzünden, aber macht sie halt irgendwie nicht. Wenn ich es so mache, habe ich eine Chance. Vielleicht, wenn ich den nicht töte damit. Okay, meine Ausdauer, die sieht gut aus und der trifft mich halt irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das so machen kann hier. Ich habe auch gleich erst 100k Topor gemacht. Das ist halt nicht so viel von 500k. Und vor allem kriege ich am Ende vielleicht eine 30er Wyvern raus oder so. Ne? Das ist schon alles sehr gewagt hier. Alles sehr gewagt. Ich mache dir mehr Schaden, als dass ich sie betäube. Oh no. Ich glaube, wir machen Rückzug. Ich kann die halt nicht tanken. Ich kann die wirklich nicht tanken. Ich brauche irgendwas anderes, um die zu betäuben. Was gibt's Cooles, um Sachen zu betäuben? Okay, Sorge, ich habe die Wyvern da unten nicht vergessen. Ich will die gleich noch abholen, wenn die fertig ist. Ich hätte das nicht so schlimm vorgestellt, ehrlich gesagt. Das war ja sehr schlimm. Sie ist fertig. Sturzflug, wir holen sie schnell ab. Ach, Mann. Ja, wir brauchen irgendwas Starkes zu betäuben. Und das ist nicht eine Wyvern, irgendwas mit Rüstung. Eingepackt und gib ihm. Weg hier, aber ganz schnell wieder weg hier. Gleich sogar ein Poison Spino? Poison Spino oder Poison Rex sind die einzigen Sachen, die mir jetzt einfallen. Der höchste ist 140. Wisst ihr was? Den nehmen wir mal mit. Wir testen den mal. Och nö, jetzt ist sie wieder aggro. Lass mich gehen. Wie klein die Poison Spinos sind im Gegensatz zu den Alphas und der steht mittendrin. Ach Mann, ey. Unangenehm schon wieder hier. Er ist jetzt ja schon fast ausgenockt. Als ob der krass ist. Der ist niemals krass, oder? Egal, wir nehmen den mit. Ich habe so Bock, mir einen Alpha Spino mitzunehmen. Aber ich glaube, ich krieg wieder richtig einen auf den Döns dann. Aber wir testen es, komm. Okay. Okay. Ausgenockt. Oh, 7 Sekunden, hä? E drücken, tot. Hab ihn. Nice. Auf der DNA steht halt auch nur Alpha-Spino-DNA dran und nicht irgendwie das Level dazu oder so. Also es ist echt komplett egal, welches Level man mitnimmt. Und das ist halt ein bisschen schade. Oh, warum muss ich es immer drauf anlegen, ey? Oh Gott, alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Ersatz-Spino ist im Haus. Wir brauchen unbedingt so einen zweiten DNA-Dingsbums-Maschinenteil. Damit ich einfach zwei Alphas auf einmal machen kann. Und dann stecke ich da einfach zwei Spinos gleichzeitig rein und einer wird schon gut werden. Das wäre cool. Oh Mann, dafür müsste ich die alle hier irgendwie wegkriegen. Können wir eine neue Poison Wyvern ein bisschen leveln hier vielleicht? Oh, warum eigentlich nicht? Wir tauschen mal die Wyvern. Low Level Alpha, schon mal easy ausgenockt hier. Was eine Maschine, unglaublich. Neue Wyvern ist es einfach. Die töten wir für Herzen. Wir sind da an was dran. Wir werden ein zweites Ding bauen. Vielleicht müsste ich mal ein Dino-Wipe machen, damit neue Dinosaurier spawnen, die vielleicht zähmbar sind oder so. Vielleicht wurde schon was geupdatet. Ich habe die ganze Zeit kein Dino-Wipe gemacht. Das kann auch sein. Da will ich jetzt nicht ausschließen. Oh, Fehlerwunde gemacht, Fehlerwunde gemacht, Fehlerwunde gemacht, Fehlerwunde gemacht. Lass mich raus. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Das war's. Neue Wipe tot. Neue Wipe tot. Ich bin komplett stuck. Ja, das war's.
Das war's. Einer rennt weg, beide rennen weg. Oh mein Gott, zum Glück. Zum Glück seid ihr dumm. Zum Glück wisst ihr nicht, dass ich da oben bin. Oh mein Gott, das hätte sein können. Ich hatte sich fast wieder verloren. Aber ganz fix. Und Poison Spino ist fertig. Let's go. Den nehmen wir mal mit. Vielleicht ist der ja besser. So, Alpha Spino DNA. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. 3, 2, 1. Und get Alpha. Und Level 75. Werde ich irgendwann ein High Level bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht dran. Ah, 75 ist halt auch nicht so nice. Ich hau direkt die nächsten rein. Scheiß drauf. Vielleicht müssen das doch High Level sein? Nein, das macht keinen Sinn. Ich habe schon ein High Level reingesteckt. Da kam auch ein Low Level raus. Ich habe einfach nur Unglück. Verdammt. 3, 2, 1 und... 37, ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich wirklich verarschen. Der kann unten stehen bleiben. Ach, Mann, oh. Das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Das Alpha-System ist so arsch, das ist unglaublich. Aber für den einen Spino mache ich trotzdem Sattel, glaube ich. Vielleicht kann ich ja mit dem Spino andere Spinos besiegen. Weil ich glaube, Spinos machen immer Damage, oder? Poison-Spino-Sattel machen wir auch gleich. Okay, wir werden jetzt meine Spino-These testen. Machen Spinos wirklich immer Schaden? Level 75 Alpha-Spino mit einem schönen Sattel drauf. So, machst du Damage oder eher nicht so? Wenn nicht, dann wird der... Oh mein Gott, das ist direkt ein Prime Raptor. Welches Level? 95. Ah, mit dem sollten wir uns wahrscheinlich nicht unbedingt anlegen. Wir rennen mal außen rum und gucken mal. 3K Damage. Also der schlägt halt viel schneller als der Phasosaurus. Also wenn der höheres Level wäre, wird der gut reinknattern, glaube ich. Aber so halt geht so, ne? Also Phasosaurus hat auch so 3000 gemacht, aber dafür halt auch super langsam angegriffen. Der kann halt so um sich schlagen. Ich kämpfe einfach gegen die Raptor, ist auch egal. Wenn er drauf geht, er drauf, hole ich mir neue Spinos. Da habe ich gerade 10.000 gemacht, kurz. Dann kriege ich 2 Herzen und mit 2 Herzen kann ich vielleicht... Ja, der macht mir nur 700 Damage. Hä? Dafür, dass der Prime ist, ist der ganz schön scheiße, oder? Und ich gebe dir richtig oft Headshots. Ist Prime gar nicht so nice? 2 Herzen, easy. Ich habe einfach 26 XP Potions und benutze keine. Ich bin einfach ein Super Brain. Der ist gar nicht so schlecht. Wenn der jetzt High Level wäre, wäre das ein schönes Leben. Aber so ist auch okay, sage ich mal. Ich denke, damit können wir uns schon rumschlagen. Ich gehe gleich in den Sumpf und hau die Spinos um. Hä, der ist echt gut. Jetzt mal ohne Witz. Mit dem geht was. Alpha Saber, der macht mir nicht mal Damage. Hallo, Giga. Egal. Komm her. Ich muss ehrlich sagen, Alpha-Herz zu sammeln war nie einfacher. Das klappt voll gut. Und Dinge, die zu groß sind oder so, da kann ich auch easy vorwegrennen. Also der ist echt fix. Ich bin happy. Bisher bin ich happy. Mal gucken, wie lange. Vor allem, Capros sind so easy zu killen. Alpha-Capros sind einfach der Weg. Der hat 41.000 Leben, ist Level 140. Aber die sind High-Level und sind sogar scheiße. Meine, der tut weh. Der trifft mich gar nicht, oder? Mach mal. Weiß mal. Traust du dich? Ja, jetzt kann ich wieder rein. Nice. Hä, Deinosuchus, ich bin gegen alles OP. Gib mir ein High-Level. Ich will nichts sagen, aber ich habe 17 Herzen. Das heißt, ich habe fast 20. Das heißt, ich habe bald so ein zweites Ding davon. Das heißt, ich habe hier erstmal 2 Alphas am Start. Also werde ich das Ding bauen. Die kann man echt so zähmen, ha? Huh? Oh no. Da werde ich doch so ein Ding bauen und dann habe ich immer gleich 2 Alphas auf einmal. Ey, der Frosch ist sauer. Oh no, hä? Oh no, jetzt habe ich glaube ich Scheiße gebaut. Oder? Also Frosch ist tot, aber ich hoffe, dass die anderen mich jetzt nicht mit ihrem Ultra bis da hinten. Ich sehe halt auch nichts. Ich sehe nur Wand. Aua. Ja, das tat ein bisschen weh. 9000 Damage. Okay. Und der Bleed macht auch nochmal 1000 und der hat immer noch einen Mund auf. Junge, Junge, wo kommt der Frosch jetzt schon wieder her? Warum hasst mich die Frösche? Hä? Okay, alles rastet aus. Aber wenn ich das überstehe... Oh Gott, dann habe ich... Ah, das überstehe ich aber nicht. Oh no. Oh. Oh, ich muss raus. Okay. Wir gehen nach Hause. Scheiß drauf. 2 Herzen kriegen wir noch woanders weg. Ich habe ja alle. Oh mein Gott, ich habe sogar alle. Oh, weg hier. Okay. Wir werden wohl leider ausbauen müssen. Hey, selber. Oder ich stelle noch eins aufs Dach einfach. Ich stelle eins aufs Dach. Scheiß drauf. Warum eigentlich nicht? Ist ja egal. Was macht denn jetzt ein Alpha-Yeeling direkt vor meiner Base? Oh, den muss ich ja gleich ausnocken. Oh, den muss ich wirklich gleich ausnocken. Geht nicht anders. Oh, den können wir ziemlich weit hier hinten hinstellen. Der guckt zwar ein bisschen drüber dann, aber vielleicht kann ich andere Seite dann auch noch einen hinstellen. Stelle ich die einfach beide aufs Dach. Da habe ich vorne ein bisschen mehr Platz. Leitern werden gecraftet. Nice. Ey, perfekt. Ich kann sogar so halb miteinander stellen. So, passt doch. Oh, komme ich die Leiter noch hoch? Nö, das ist bitter. Okay, doch weiter ineinander stellen. Jetzt passt's aber. Jetzt werden wir einen Yeeling ausnocken, der da hinten ist. Und dann werden wir noch einen Spino ausnocken. Da klebt er. Ich wollte schon sagen, wo ist er jetzt hin? Komm her, lass dich ausnocken schnell. Ganz fix nur. Danke, reicht schon, glaube ich. Ja, nice. Du bist ja wieder ein Schnapper hier. Direkt vor der Base einfach. Nice. Hey, 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 nee, 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 mach mal nicht. Bleib mal hier. Ich muss wieder nach oben.
Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben den Poison Spino noch nicht getestet. Wir müssen einfach viel zu viel testen, ey. Ohne Witz. Es ist einfach, ich ziehe mir eine Sache nach der anderen und weiß gar nicht, was ich als erstes benutzen soll. Aber wir holen uns jetzt erstmal ein paar Spino-DNA. Ich hätte die vorhin vielleicht doch alle mitnehmen sollen. Obwohl, da hätte ich jetzt das Ding noch nicht. Und werden die dann nach und nach da reingeben, bis ich ein High-Level habe. Das ist der Plan. Der Großartige. Also, ja, okay. Wenn ich überhaupt mehrere ausnocken kann. Sieht schon, ja, geht so aus. Okay, der ist ausgenockt. Und der ist auch ausgenockt. Sehr gut. Beide mitnehmen. Zack. Zack. Dankeschön, Dankeschön. Hier ist nochmal ein Level 20er. Das ist auch nochmal ein Schnapper. Und drei Stück ist eigentlich schon okay. Weil wir machen jetzt erste Runde machen wir Yiling und Spino. Und zweite Runde machen wir dann Spino und Spino. Das ist der Plan. Oh mein Gott, Drache von der Base. Ach, Mano. Oh, ich hoffe, der fliegt einfach nicht und rennt hier wieder dumm runter wie letztes Mal. Das wäre gut. Oder der ist halt in dem Loch drin und kommt da gar nicht raus. Komm mal mit, komm mal mit. Und dann ohne Fliegen machen wir. Okay, Drache. Nice. So, und jetzt bleibst du einfach da unten. Nicht wieder hochkommen, bitte. Wenn der jetzt gleich wieder anfängt zu fliegen und dann hier hochkommt, dann haben wir ein großes Problem. Sag ich euch so, wie es ist. Yiling hier rein. Und kann ich hier noch einen reinmachen? Ne, jetzt habe ich zwei gebaut und man kann nur einen benutzen. Och, ihr wollt mich verarschen. Oh, man kriegt halt diesen Buff und den Buff kann man nur einmal haben. Ja, super. Dann dauert das ja ewig, bis man einen guten Alpha hat. Ich dachte, man kann sich irgendwann so vier Maschinen da hinstellen und dann einfach 10 Spinos ausnocken. Ja, okay, wir machen erst Healing. Ne. Jetzt habe ich die zweite Maschine aufgehoben und der hat Healing abgebrochen. Ne, doch nicht, hä? Processing, aber ich kann schon wieder Start. Und ich habe keine Healing-DNA mehr. Ey, ihr brecht mich. Diese Mod ist ja, also, ich heb die andere Maschine auf, wo nichts drin ist und der bricht das ab. Und jetzt habe ich die DNA nicht mehr. Ja, anscheinend machen wir Spino, Leute. Ach du Scheiße. Okay. Mann, ich hätte gerne Healing gehabt. 2, 1 und wir drücken E und es ist ein. Okay, es geht einfach nicht. Oh nein, jetzt habe ich die Maschine auch noch kaputt gemacht, oder was? Du willst mich verarschen. Oh, war es die alte Zeit noch? Was war die alte Zeit noch, ne? Kann sein, wir warten mal ein bisschen länger. Okay, neuer Versuch. Oh, jetzt geht's okay. Welches Level? 30, es wird ja immer schlimmer. Nächster Spino. Weiter geht's. Nächster Spino ist da. Welches Level? 22, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Letzter Spino. Letzter Spino. Ich kotze. Ich kotze. Wirklich. Wirklich, wirklich. So, und ab geht's. Jetzt kommt der Level 10 Spino. Wow, das wird nice. Get Alpha. 217. Da ist er. Oh, es gibt ihn doch. Es gibt ihn doch. Oh mein Gott. Ich sollte den paaren mit dem hier wahrscheinlich. Du bist ein Weibchen, wir paaren hier gar nichts. Habe ich Better Breeding hier drauf? Nee, ich glaube nicht, ne? Ach, Mano. Okay, das ist alles bitter. Weil jetzt habe ich mal einmal einen guten und wenn der mir jetzt doof drauf geht, ne? Dann habe ich direkt wieder verkackt und darf hier eine Stunde lang hier stehen. Einmal kurz Damage-Test. Das ist jetzt wichtig. Haut der ein bisschen rein. Ich hoffe. So, haut der jetzt gut rein. 5700, ey, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus und Leben hat er 125.000. Ja, das ist ja so viel besser. Oh mein Gott. Ja, ich werde den auf jeden Fall verpaaren, bevor der mir drauf geht, ey. Aber, meine lieben Leute, ich würde fast sagen, das war's wieder mit dem Video auf dem Zeitkanal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!